Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch wunderbare Bilder aus dem Mittelmeer, schon ein kleiner Ausblick auf die Sommersaison. Danach lachen wir gemeinsam über tolle Sachen aus der Primetime. Und dann habe ich für euch eine richtige Riesenüberraschung und einen ganz neuen Song, eine Weltpremiere. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir alle und ihr natürlich auch freuen uns darauf, wenn endlich wieder ganz normale Zeiten sind. Und deswegen werden wir in der nächsten Zeit euch in jedem Magazin ein bisschen einen Ausblick geben auf das, wo wir im Sommer hinfahren und wo ihr euch schon drauf freuen könnt. Fangen wir an mit dem Mittelmeer. Bitteschön. Meer, glasklares Wasser, also ich würde sagen, das ist ein Urlaub auf jeden Fall wert. Mir hat heute am besten der Strand gefallen. Und was am Strand lustig war, Papa wurde voll nass. On the streets everyone seems happier. Reason of the optimist. We're spring in our step. We are young again. Hello, sunshine. Eines der schönsten Fleckchen Erde, was ich bis jetzt gesehen habe. Genezareth ist mir seit Kindheitstagen bekannt und ich bin froh, dass ich endlich hier bin. Und was wir uns mitbringen, ist auf jeden Fall ein Stück Italien. Wir haben nämlich italienische Nudelsoße und hausgemachte Nudeln gekauft. Doviđenja ist goodbye in Kroatisch. Okay. Ja. Doviđenja. Doviđenja. Ach, herrliche Bilder. Mit meiner Familie habe ich auch schon gebucht im Mittelmeer und wir freuen uns richtig drauf. Und damit in schweren Zeiten das Lachen nicht zu kurz kommt, haben wir euch jetzt was mitgebracht. Einen kleinen Rückblick, was so alles los war an Bord. So, du, einmal kurze Sprechprobe. Hörst auch? Hallo, hallo. Wunderbar, wir hören dich. Das heißt, du darfst jetzt einmal loslegen, einmal richtig schön gesummt. Bitteschön. Summen. Sehr angenehm eigentlich. Und ich... Merkst du schon, wie die Haut sich aufpolstert? Geht davon das Dreifachkinn auch weg, wenn du da unten jetzt so rumspielst? So, was meinst du? Was hast du gerade gehört? Macarena. Macarena ist es leider nicht. Tatsächlich, aber die Bilder sind wirklich im Online-Shop drin. Ja, genau. Ich habe mich vielleicht ein bisschen herausgefordert gefühlt. Ehrlich? Schaut auch mal her. Also, das geht doch locker im Shop rein, oder? Es gibt aber noch eins zu dir. Schau mal her, warte. Saunabild. Schau mal. Viel Spaß. Tränen lügen nicht. Ich bin spannend, was sie alles daraus erkennen. Nein, ist es leider nicht.
Und jetzt möchte ich mich nochmal ganz besonders bedanken, und zwar in unser aller Namen, im Namen unserer Gäste, im Namen meiner Kollegen. Ja. Ja, aber echt Oscar. Wenn wir meine Bildung angucken, ich habe jetzt kein Abitur, ich habe sehr viel Fernsehbildung. Stopp. Nee. Nee, das ist schon Lucy Electric hat es damals richtig besungen. Habe ich auch im Fernsehen gesehen. Schon damals, mit 18, die ich jetzt bin, ist das ja ganz schön lange her. Kommst du noch klar, Lars? Man muss zwischendurch auch mal blödeln. So. Es tut mir leid. Ich habe Angst. Ich muss mich kurz in die Live-Sendung einmischen. Laura weiß eigentlich, worum es jetzt geht, aber ich bin mal so frei und bin mal ganz frech. Nachdem ich vorgestern zum ersten Mal den Nachnamen von Laura gelesen habe im AIDA heute, war mir klar, dass wir beide heiraten müssen. Ja. So, mein Name ist Schütte, sie heißt Biermann, besser geht's doch nicht. Laura Schütte Biermann, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sie haben uns das ganze Jahr über in den schwierigsten Zeiten treu die Stange gehalten. Der Rest des Tages wird jetzt immer die Stange sein. In meinem Weihnachtsbaumständer. Ja. Johann, was hast du da gerade gehört? In der Weihnachtsbäckerei. Bist du bereit? Hopp, hopp. Und der Nebel, also, genau, der Nebel kommt der Nebel. Auch von Felix. Ja, der Nebel kommt. Und die Stimme, die kommt von Felix, also sehr verwirrend. Deshalb haben wir uns einen ins FOH gesetzt, der wenigstens für das andere eine Stimme. Ich hab auch eine Kuh. Oh. Was? Oh. Du hörst dich ganz normal an. I don't know. Ja, genau. Schauen Sie dir an, gut merken, nicht vergessen. Ich zeig's Ihnen auch, ne? Nicht, dass Sie sagen, ich bin scheiß hier oder so, ne? Okay, so sieht sie aus. Moment, ich nehme sie mal in die Hand. Präge sie dir gut ein, okay? Sodass du wirklich sie direkt vor Augen hast. Ja. Schau sie an, so sieht die Vorderseite aus, so sieht die Rückseite aus. Okay, gut merken. Ja, das war super. Es kann auch nicht mehr besser werden. Erkennt jemand? Auf! Ich tippe auf Gloria Gaynor, I Will Survive. Was? I Will Survive? Wir hören rein. Dankeschön, Thomas! Auch einen riesengroßen Applaus an unsere Superin! Dankeschön! Bis zur nächsten Woche. Tschüssi! Was? Tschüssi! Darf man ruhig mal sagen, oder nicht? Der lacht über mich. Entertainment-mäßig wollen wir dieses Jahr der Musik widmen, weil was öffnet die Herzen der Menschen mehr als ein richtig toller Song, als ein richtig toller Künstler? Wayne Morris, Eric Paisley, wie sie alle heißen, ihr kennt sie. Und wir werden dieses Jahr noch einige neue für euch entdecken. Und mit einem fange ich jetzt gleich an. Wichtig bei der Geschichte ist, wo er herkommt. Jens Riewer, mit dem ich manchmal einen Kaffee trinke, hat ihn mir vorgestellt. Und ach, guckt euch die Geschichte an. Wir waren neulich zusammen Kaffee trinken. Mal wieder. Wir sind etwas kaffeesüchtig. Wir sind etwas, das etwas nur, aber nur etwas. Das stimmt. Und da hast du mir erzählt von einem jungen Mann, den du kennengelernt hast, der nicht nur großartig aussieht, auch noch zu einem Überfluss jung ist. Nein, er hat auch riesiges Talent. Er macht nämlich Musik. Mhm. Erzähl die Geschichte bitte. Ich habe ihn kennengelernt im Sommer. Ich muss vorausschicken, ich arbeite schon viele Jahre, was die Leute natürlich überhaupt nicht wissen. Die denken, ich bin halt der Tagesschau-Mensch. Aber seit vielen Jahren als Model-Scout für die großen Model-Agenturen dieser Welt. Habe schon ein paar berühmte Gesichter entdeckt. Das letzte war so die Duftkampagne für Armani. Das Gesicht ist von mir. Und mache das schon seit Jahren und habe immer so meine Antennen ausgestreckt. Vielen Dank, Boris. Und da stand eines Tages ein junger Mann vor einem Studiotor, der auf eine ordentliche Fanbase im Norddeutschen Rundfunk schon verweisen kann. Da ist er nämlich Veranstaltungstechniker, öffentlich-rechtlich ausgebildet. Und er hatte viele Fans unter den Maskenbildnerinnen, insbesondere die himmeln ihn an.
Und er selbst hat viel Kontakt zu sehr prominenten deutschen Fernsehnasen, schon Schöneberger und Pilawa, die betreut er nebenbei als Gästebetreuer, VIP-Betreuer. Ja. Ja. Von daher kennt er sich ein bisschen aus. Und diese eine Maskenbildnerin, die meinte, ah, Luca wäre doch was für dich, du machst doch Models und machst Namen groß und machst Gesichter groß. Und ich habe ihn so gesehen und ich dachte, ja, eigentlich ganz nett, aber leider ein paar Zentimeter zu groß. Bei 1,87 ist da wirklich Pumpe. Und er hat mir so Gardemaß, also wie so ein preußischer Soldat stand da vor mir. Ich dachte, ja. Und dann haute sie einen entscheidenden Satz raus. Und singen kann er auch, nachdem sie dann mitbekam, also als Model wird es vielleicht nichts oder so. Ich sage, ach, singen kann er auch. Ja, ja, Instagram kannst du doch mal reinhören. Sie war gut vorbereitet und spielte das mir sofort vor. Ich dachte, oh, schöne Ballade. Und ein Ton, es gibt immer so einen Schlüsselton oder irgendeine bestimmte Stimmfarbe. Ich dachte, ja, da kannst du was draus machen. Und dann habe ich mir das vorgenommen und bin auf die Suche gegangen nach einem Produzenten, der vielleicht seinen eigenen Song hat. Bis dato alles selbst geschrieben, selbst getextet, seine Videos alles selbst gemacht. Also ein rühriger junger Mann. Habe ich gesagt, können wir was draus machen? Lässt sich dieser Titel ein bisschen professionell aufpeppen? Dann hat der sich das angehört. Ich rede von Michel van Dijk, er hat alle großen Echthits geschrieben. Und dann meinte er, ja, könnte man, ist ein bisschen aufwendig, aber der Junge gefällt mir. Lass uns was Neues machen. Das war der absolute Glücksfall für mich. Und dann sind wir ins Studio gegangen, er hat eine Demo gemacht und das hat allen Seiten gefallen. Und dann haben wir dran gebastelt. Und jetzt ist das Ding fertig. Und jetzt ist die Frage aller Fragen. Ja. Wer darf denn diesen Song zum ersten Mal so hören? Er ist bis dato ja nicht veröffentlicht und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als ihn heute hier euch als Weltpremiere anzubieten. So, das ist großartig. Erleben Sie nun, meine Damen und Herren, Weltpremiere auf AIDA. Luca Voss, I want you so bad. Struggled but could not resist.